Hallo liebe Community und willkommen bei Bibas Playtime zur 9. Folge von State of Decay Lifeline. Ja, wir sind gerade in das Fahrzeug eingestiegen und wir fahren jetzt gerade zu dem Aussichtspunkt bei dem Militär, bei der Army Base, um dort zu gucken, wo wir dort eine Basis errichten können. Genau, und ja, das ist jetzt also unser Ziel, unser vorrangiges Ziel, das wir machen, denn wir wollen da hinten ja in der Basis eine Militärbasis errichten. So, jetzt müssen wir hier wieder drüber fahren. Hier haben wir vorhin das Fahrzeug auf die Seite gelegt. Diesmal klappt es, sehr schön. Da ist noch eine Zombie-Horde. Aber das sollte uns erstmal nicht stören. Da ist noch ein Fahrzeug. Nachts sieht man diese Fahrzeuge extrem schlecht. Hätte ich schon da runter gemusst? Nein, hätte ich nicht. Ja, doch, hätte ich runter gemusst. Verdammt, müssen wir die andere Seite runterfahren. Ich hoffe, wir kommen hier überhaupt runter. Ne, anscheinend nicht. Aber hier ist was drin. Dann wollen wir doch mal gucken, was hier so drin ist. I guess the Zeds weren't listening. Wollen wir mal gucken. Wow! Ein Granatwerfer. Eine Mine. Und eine Pistole. Na dann. Hat sich das ja wohl ein bisschen gelohnt. Und dann wollen wir mal das in den Vorrat legen, das in den Vorrat legen und das in den Vorrat legen. Nein, und jetzt haben wir das Fahrzeug schon wieder auf die Seite gelegt. Ist doch kacke. Ach, verdammte Axt, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt haben wir doch schon wieder unser Militärfahrzeug geflippt. Das ist doch wohl Kacke. Mein Gott. Na, dann nehmen wir uns hier den Sportwagen. Wenn die Dame mal einsteigen würde, bitte. Ja, und da ist schon unser Fahrzeug explodiert. Naja, jetzt fahren wir mit einem Sportwagen durch die Gegend. So, dann wollen wir mal gucken. Ach, das ist ein Campingplatz hier. Das ist natürlich eine gute Bezeichnung für einen Campingplatz. So, bedeutet, ich glaube, ich werde mal hier mein Fahrzeuginventar öffnen, mein Fahrzeuglager. Genau, und die drei Sachen nämlich da reinpacken. So, dann können wir nämlich hier raus die Granate nehmen. Hier holen wir und das. Durchsuchen? Nein. Gut, dann werden wir jetzt hier raufklettern, denn hier oben
war dieser Außen, dieser Aussichtspunkt, war hier oben, glaube ich. Ja, kletter hoch. Nein, das war verkehrt. Dann so, genau. Lagerhaus, was ist da? Ein Hot-Zombie, da ist ein Tobsüchtiger. Da ist ein verlassener Ort. Ein Campingplatz. Ein Lagerhaus. Ein Lieferwagen. Noch ein Lieferwagen. Ein Lagerhaus. So, das war's hier. Turn up the volume, listeners. You need to hear this. Go ahead, caller. I got all the way to the edge of town just to be trapped in a building. So fucking unfair. I'm not gonna die like this. Please, don't let me die like this. Wo ist denn der Typ? Wo sitzt der Typ? Den Typen... Da ist der Typ. Uns schnell ein anderes Auto besorgt. Damit wir den Typen nämlich gleich retten können, den Zivilisten. Damit da nämlich schon mal nichts schief gehen kann. Oh, passt das? Passt das? Passt das? Passt das? Ja, das passt. Alles klar. Genau, dann retten wir jetzt wieder einen Zivilisten. Hoffentlich klappt es diesmal. Dann wäre die Zivilisten, wenn das klappen sollte, wäre die Anzahl der geretteten Zivilisten 2, der gestorbenen Zivilisten immer noch 3. Bedeutet, ich habe mindestens noch 4 Zivilisten vor mir, bevor ich das ausgleichen kann, dass ich 3 Menschenleben, beziehungsweise 3 Zivilisten, sind ja Menschen, aber 3 Zivilisten nicht retten konnte. Und ich hoffe einfach, dass ich das schaffe. Wow, das war richtig, genau. Oh, das ist nochmal hier so eine Straßensperre hier. So, wollen wir mal gucken, wo dieser nette kleine Typ sitzt, steht, wie auch immer. Also da runter. Stopp. Da runter. Und direkt hier in dem Gebäude sitzt er drin. Also er müsste direkt in einem der Gebäude hier sein. Das Gebäude. Ja. Dude, help now, please! Give me one more sweep. It's about time.
I need to get out of here. We're doing what we can. Come on. So, einsteigen. Einsteigen und ab zurück zur Basis. Da ist schon wieder so eine Zombie-Herde hier. Bloß jetzt nicht das Fahrzeug auf die Seite legen, bloß nicht. Das wäre das Schlimmste, was mir jetzt passieren könnte. Das Fahrzeug ist voller Klamotten. Und ich würde das jetzt auf die Seite legen, das wäre das totale Chaos. Haben wir noch ein paar Zombies erwischt. Ich meine, es gibt genügend Fahrzeuge hier in dieser Welt, die kann man benutzen und fahren. Aber das ist halt, gerade wenn man Sachen im Fahrzeug hat, so wie hier ich zum Beispiel, ich habe hinten drin jetzt eine Granate und noch eine, ich glaube, eine Leuchtfackel und habe in meiner Ausrüstung aber noch jede Menge Granaten, jede Menge den Granatwerfer und. Dann wäre das Fahrzeug jetzt zu verlieren und noch schnell ein anderes Fahrzeug zu suchen, eine der schlechtesten Optionen, die man wählen könnte. So, aussteigen. Und da sind wir. Zombies can't get in here, right? No, they can. We just try to shoot them before they do. So, dann kommt das in den Vorrat. Das kommt in den Vorrat. Das kommt in den Vorrat. Wir haben kein Baumaterial, fällt mir gerade ein. Das heißt, eigentlich müssen wir Baumaterial suchen gehen, gucken. Nehmen, nehmen, nehmen. Dazu brauche ich aber, glaube ich, einen Rucksack. Ich hoffe, die haben noch einen. Oder wir haben noch einen. So, dann kommt das in den Versorgungsspind. Und das kommt in den Versorgungsspind. Genau. Ach hey, ich wollte gucken nach Rucksäcken. Jawohl, haben wir. Einen großen und einen kleinen. Dann verwende ich den. Genau, und der kleine kommt dann damit rein. Genau, so. Dann wollen wir mal gucken. Also, wir haben einen neuen. Das ist er hier. Das ist der Patrick Marshall. Wir haben einen Müden und einen Kranken. Okay, dann haben wir... Der kann Fitness, Geistesgegenwart, Kämpfen und Schießen. So, wir haben wieder ganz viele neue Nachrichten. Also... Zombie-Belagerung im Anmarsch, das war ja letztens. Die Zombie hat in der Stadt die kritische Masse erreicht, die stürmt den Schaden heraus. Bei all dem Krach in der Basis sind wir ein offenes Ziel, ein offensichtliches Ziel, Lagerbericht, lokales Update Nummer 2, abgehakt, zivile Funksprüche aus Thumbnail, jawohl. Verbessert, ich bin stärker geworden, ich habe bessere Reflexe, also nicht der Typ, sondern der andere, mit dem ich vorher gespielt habe. Wir wurden belagert, aber anscheinend ist die Horde erschöpft, wir haben etwas Zeit für unseren nächsten großen Angriff zu rüsten. Zusammenfassung. 9 tägliche Essensrationen. Okay, also sie ist erschöpft von Hunger, sie kann sich reduzierte Ausdauer, okay. Das heißt, wir müssen als nächstes mal Essen besorgen. Munition geliefert, der Pilot hat einen guten Job gemacht, hat ein bisschen Munition geliefert, okay. Evakuieren, Plünderung, hat die Apokalypse überlebt fürs Erste. Survivors, we have a caller. Why don't you tell us your situation? I'm trapped. Please, if you're heading out of town, bring me along. I don't have much. But I'll fight alongside you. Just don't leave me to die. So, dann machen wir jetzt ganz normal hier eine Pause, damit wir in der nächsten Folge den Zivilisten sofort retten können. Ich sag dann Servus für heute, bin raus. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Abo, lasst einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Alles dazu findet ihr in der Endcard. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Danke fürs Zusehen. Servus, euer Biber von Biber's Space.
We'll be right back.